Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch die Bücher vorstellen, die ich gerne im April lesen möchte. Und normalerweise nehme ich mir am Monatsanfang nicht bestimmte Bücher vor, die ich lesen will, weil ich gerne relativ spontan entscheide. Aber im April ist es ein bisschen anders, weil da findet der Owls Readathon statt. Das ist ein Readathon, also so ein Lesemarathon, der einen Monat lang geht und von G von Bookroast ins Leben gerufen wurde. Sie ist eine schottische Booktuberin. Und ja, dieser Readathon ist Harry Potter inspiriert. Es gibt einmal im April den Owls Readathon und dann im August den Newts Readathon. Da kann man dann angelehnt an die Fächer, die es bei Hogwarts gibt, verschiedene Fächer belegen und Berufe erlernen. Ich kann das jetzt nicht im Detail erklären. Ich verlinke euch das Video, in dem die Booktuberin das alles erklärt. Natürlich unten. Es ist ein bisschen kompliziert, aber macht super viel Spaß. Und ich finde es einfach eine total tolle Idee. Und es ist sehr aufwendig alles. Und ich habe lange überlegt, für welchen Beruf ich mich entscheide. Ich glaube, es gibt 25 oder so zur Auswahl. Und für jeden Beruf muss man eben andere Fächer belegen und jedes Fach ist gleichgestellt mit einer Aufgabe, zu der man dann eben ein Buch lesen muss. So, ich habe mich entschieden für Journalist bzw. Writer, weil das irgendwie so zu mir passt und mein Ding ist und ich auch die Prompts dazu cool fand, also die Aufgaben. Und da habe ich dann gute Bücher zugefunden. Außerdem seit diesem Jahr kann man auch noch so Seminare belegen, weil normalerweise fokussiert man sich eben auf einen von diesen Berufen. Und wenn man dann aber mehr Bücher lesen möchte und mehr Fächer belegen möchte, kann man dann auch so Seminare belegen machen. Und da habe ich mir dann auch noch zwei ausgesucht. Und genau, deswegen stelle ich euch jetzt einfach die Bücher vor, die ich gern im April lesen möchte, passend zu den verschiedenen Prompts für den Owls Readathon. Um ein Writer oder Journalist zu werden, muss man nur drei Fächer belegen. Das erste ist History of Magic. Und die Aufgabe dazu ist Witch Hunts Book Featuring Witches or Wizards. Also ein Buch, in dem Zauberer oder Hexen vorkommen. Und weil es einfach zu dem Readathon passt und weil ich das Buch gerne, sehr gerne mal lesen würde, habe ich mir dazu Harry Potter ausgesucht. Und zwar der erste Band, Harry Potter und der Stein der Weisen, in der illustrierten Ausgabe. Ich habe das Buch schon in einer normalen Ausgabe gelesen. Und aber eben noch nicht in der illustrierten. Und das möchte ich aber eben sehr gerne machen und dachte, ich nutze dazu jetzt die Chance, auch weil ich nicht oder keine anderen Bücher auf meinem Sub hatte, in denen es irgendwie um Hexen oder Zauberer gibt, weil es ja eigentlich nicht so mein Ding ist. Deswegen freue ich mich sehr drauf, jetzt im April dieses Buch hier zu lesen. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Buch, um da immer mal wieder abends so ein paar Seiten drin zu lesen und sich die Bilder anzuschauen und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Das zweite Fach ist dann Muggle Studies. Book from a Perspective of a Muggle, also ein Buch aus der Perspektive von einem Menschen oder Muggel und also irgendwie contemporary, nichts was so Fantasy ist. Und da habe ich mir jetzt ausgesucht Two Can Keep a Secret von Caroline McManus, von der Autorin von One of Us is Lying. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe das hier letztens im Buchladen gesehen in dieser coolen englischen Ausgabe und habe es dann mitgenommen. Und ich lese aktuell gerne Bücher, die so ein bisschen spannender sind, wo jetzt nicht die Liebe im Vordergrund steht, sondern was irgendwie ein bisschen spannend ist und wo man unbedingt immer gerne weiterlesen möchte. Und ich freue mich total auf dieses Buch hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es hier geht, so genau, aber es ist irgendwie ein Jugendbuch, Mystery, Thriller, sowas in die Richtung. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das dritte Fach, was man belegen muss, ist frei wählbar. Also das gibt es bei manchen von den Berufen, dass man sich einfach aussuchen kann, worauf man sich vielleicht so spezialisieren will oder so. Und dazu kommen wir später. Da sage ich später noch mehr zu. Also uns fehlt noch ein Fach. Aber ich möchte nämlich noch zwei Seminare belegen, weil drei Bücher reichen mir nicht. Ich wollte mir mehr aussuchen und wollte mehr Fächer belegen und habe mir deswegen noch zwei Seminare rausgesucht, die ich cool fand. Das erste ist das Legal Defense of Fantastic Beasts Seminar und dazu muss man zwei Fächer belegen und es kann sein, dass sich die Fächer eben mit den Berufen, die man wählt, überschneiden und das ist dann cool, weil dann muss man weniger lesen, weil dann hat man das Fach ja schon belegt. Und das erste ist nämlich History of Magic und das habe ich ja schon belegt durch meine Berufswahl, dafür lese ich ja Harry Potter. Und das zweite, was man dann machen muss, ist Care of Magical Creatures, Hippogriff's Creature with a Beak on the Cover, also ein Buch, wo ein Wesen mit einem Schnabel auf dem Cover ist.
Und dazu habe ich mir ausgesucht etwas, was ich auch schon sehr lange lesen wollte, was auch auf meiner 2020-Liste ist. Und zwar The Hunger Games. Ich glaube, das ist klar, dass hier ein Schnabel ist. Und ja, ich glaube, Tribute von Panem sagt den allermeisten was. Ich möchte mich jetzt endlich diesem Buch widmen. Ich kenne weder die Filme noch die Bücher und ich denke, es wird langsam Zeit. Und deswegen ist das die perfekte Gelegenheit, endlich diese Reihe zu starten. Und das zweite Seminar-Training, was ich mir ausgesucht habe, ist, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Merpeople Linguistics, also die Sprache von so Meereswesen, Meerjungfrauen und so und was in die Richtung. Und dazu muss man nur einfach belegen und zur Herbology und die Aufgabe ist Mimbulus Mimbletonia, Title Starts with an M. Also ein Buch, das mit M startet. Und dafür habe ich mir etwas ausgesucht, wo ich wirklich gespannt bin, ob ich das durchziehe. Und zwar Mansfield Park von Jane Austen. Ich habe ja dieses Chuba bekommen letztes Jahr zum Geburtstag und möchte deswegen natürlich die ganzen Jane Austen Bücher lesen. Und wollte eigentlich jetzt als nächstes Emma lesen, weil ich den Film vor kurzem gesehen habe. Aber eine Freundin hat mir Mansfield Park empfohlen und Emma startet nun mal nicht mit M. Deswegen, ja, werde ich das hier wohl lesen. Eventuell wie die anderen Bücher von Jane Austen, die ich bisher gelesen habe, teilweise hören, teilweise lesen. Muss ich mal schauen, wie das passt. Ich denke, das wird sich auch über einen ganzen Monat ziehen, dieses Buch hier, weil es sicherlich nichts ist, was man in wenigen Tagen durchliest. Aber ich wollte mich ja dem Schuber hier widmen und denke, das ist auch eine ganz gute Motivation, das jetzt zu tun. Ich weiß nicht, um was es hier geht. Keine Ahnung. Ich kann euch zu den meisten Büchern nichts sagen, beziehungsweise sage euch nichts dazu, weil ich denke, um was es in Harry Potter und Tribute von Panem und sowas geht, wissen wir alle. So, und ich hatte ja erwähnt, dass man für Writer, Journalist noch ein drittes Fach seiner Wahl aussuchen kann. Das hätte ich jetzt theoretisch mit Care of Magical Creatures oder Herbology ja belegt, weil das sind ja Fächer, die ich belege, um diese Seminare zu machen. Aber ich habe mir noch drei andere Bücher ausgesucht, die ich ganz gerne im April lesen möchte und habe mir jetzt geguckt, welche Fächer würden dazu passen, welche Fächer würde ich noch gerne belegen und habe da jetzt eben diese drei Bücher, die ich noch gerne lesen würde, irgendwie zusammengepackt. Das hat gerade keinen Sinn ergeben, was ich gesagt habe, aber gut. Und ja, die stelle ich euch jetzt auch noch vor. Das heißt, ja, irgendein Fach nehme ich dann eben für meine Journalist. Das erste Fach, was ich mir noch ausgesucht habe, ist Ancient Runes. Heart Rune, Heart on the Cover or in the Title. Also ein Herz auf dem Cover oder im Titel. Und dafür habe ich mir ausgesucht Every Heart a Doorway von Sharon McGuire, heißt die Autorin, glaube ich. Das ist der erste Band einer Reihe. In jedem Band kommt ein Kind aus einer Fantasiewelt zurück, also irgendwie Peter Pan aus der Welt von, aus, wie heißt das, Nimmerland? Nee, ich weiß gerade nicht, ihr wisst, was ich meine. Und sowas, irgendwie, ich weiß nicht, ob das so Retellings sind oder, I don't know, ich weiß nicht genau, worum es geht. Auf jeden Fall gibt es das Buch als Hörbuch bei Script und da habe ich jetzt so einen kostenlosen Probemonat und deswegen, ja, würde ich super gern hören. Das Hörbuch geht nur 4 Stunden und, ja. Wenn ich das also irgendwie noch zeitlich hinkriege, dann ist das so mein Plan. Außerdem habe ich mir ein E-Book bei Script rausgesucht, was zu einem Fach passt und ja, was ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren wollte, ob das was für mich ist. Und zwar ja, für Transfiguration, Animagus Lecture, Book or Series that includes Shapeshifting. Also ein Buch oder eine Buchserie, die muss Verwandlung so gibt. Also ja. Ich glaube, Verwandlung ist das Wort. Das Buch, was ich jetzt lesen will, ist A Curse So Dark and Lonely. Ich weiß nicht, worum es geht, außer dass es so ein Retelling von Die Schöne und das Biest ist. Und das finde ich ja cool. Und das ist eben ein Jugend-Fantasy-Buch. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall auch mal reinlesen. Freue ich mich drauf. Und dann das letzte Fach, was ich eventuell belegen möchte, ist Charms. Da ist die Aufgabe Lumos Maxima, White Cover, also ein Buch mit einem weißen Cover. Und ja, dafür würde ich dann eventuell Der kleine Prinz lesen. Das Buch steht auch auf meiner 2020-Liste. Das ist irgendwie so ein Zungen... Wie nennt man das? Egal, ich kann es auf jeden Fall nicht aussprechen. Ich denke, das kann man gut in 1-2 Tagen durchlesen und da freue ich mich drauf. Also wenn ich Zeit habe, dann werde ich mich auch diesem Buch im April widmen. So, das war's jetzt auch schon. Ich muss mich jetzt ein bisschen anders hinsetzen, weil meine Füße gerade eingeschlafen sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir sehr gerne mal, ob ihr euch so TBRs macht, also ob ihr euch
am Anfang des Monats vielleicht überlegt, was ihr im Monat lesen möchtet. Vielleicht macht ihr auch jemand von euch beim OS Readathon mit. Falls ja, schreibt mir das auch sehr gerne mal und schreibt mir, was ihr euch für einen Beruf aussucht. Und ja, falls ihr noch nicht mitmacht, dann schaut auf jeden Fall mal euch das Video an. Vielleicht ist es ja was für euch. Ich finde es auf jeden Fall eine super coole Sache und macht mir total viel Spaß. Und I'm in love. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne euer Feedback da. Schreibt mir einen Kommentar oder gebt mir einen Daumen hoch. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!